Da ist keine gute Idee. Wir fahren mal drumherum. Oder? Wir machen die altbekannte Methode. Wir gehen zu Fuß. Da, 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 da. Dann machen wir hier mal ein bisschen Rambazamba, liebe Freunde. Und werden mal den Planeten so ein bisschen sauber machen. Rambazamba. Da haben wir das. Zeig dich. Haben wir das? Geh. Ja, ich weiß doch, dass hier was ist. Immer mit der Ruhe. Oh. Da war ich wohl ein bisschen zu eilig. Reliktpolymer. Nun gut. Es werden wieder meine Bergsteiger-Skills gefragt. Makroadapterkern. Selbstreparatur evident. Funktion Katalogisierung der Möglichkeiten und Fehlergrenzen der Relikte. Analyse. Die Anpassbarkeit dieses seltenen Geräts liegt nahe, dass es andere Reliktsysteme auf eine Art und Weise aktiv überbrücken kann, die für uns noch nicht emulierbar ist. Es bietet signifikantes Forschungspotenzial für die Technologien der Initiative. Ah ja. La 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 la. Das sollte es gewesen sein. So. Schubbelidubbelidu. Hier ist noch irgendwas, was man scannen kann. Der macht mich wahnsinnig, dieser Scanner. Was kann man denn hier noch scannen? Was willst du von mir? So. Und hier muss ich jetzt... Oh, natürlich. So, okay. Knack, knack. Knack, knack. Habe ich so ein... Oh, ich habe einen Entschlüsselungs-Overdrive, oder? Ich weiß, es ist ein bisschen geschummelt. Okay. Gehen wir zum Gewölbe und bringen wir das Wasser von Kadara in Ordnung. So. Steine kloppen. Wo soll denn das Relikt sein? Aufklärungsposten. Hier können Sie Ausstattung ändern? Nee. Da hinten? Nee, oder? Erinnerungsauslöser? Was war das eine? Steine klopfen im Dienste der Wissenschaft. Gebäude. Da war das, ne? Da muss ich hin. Ich wollte schon sagen, aber wo ist mein Nomad? Da. Tja. Schon eigentlich ganz lustig, ne? Die Leute sind seit Jahren hier. Oder sind länger hier. Und die kriegen es nicht auf die Reihe,
diese Relikte ans Laufen zu kriegen. Und dann kommt ein Pathfinder, macht mal schnipp, schnapp, schnubbelidu und repariert hier einen Planeten nach dem anderen. Wenn ihr versteht, was ich meine. Ich hoffe, ich muss in meinem ganzen Leben nie wieder Nexus-Rationen essen. Der Geschmack ist einfach widerlich. Oh, ihre hatten Geschmack? Tja. Rupdidu, rupdidu. Ah! Ich hab mich festgefahren, liebe Freunde. Habe ich den gerade in blaue Sülze verwandelt? Ja. Es wird Zeit. Das war doch cool, oder? Irgendwie hat mir die Schockwelle gerade echt gefallen. Weiß zugefallen. Durchaus. Uah. Man muss auf jeden Fall aufpassen. Er ist sehr filigran, liebe Freunde. Können wir da so hoch oder muss ich da irgendwie... Jumpe! Ich würde sagen, der hat ein Wehwehchen. Oder die. Ist das ein R oder ein D? Ich glaube eine D. Ach, diese Arschlöcher haben außer der Rotornarbe alles mitgenommen. Probleme mit Plünderern? Ständig. Wer sind Sie? Ich bin nur der Pathfinder. Ein Pathfinder von der Initiative. Ein Pathfinder auf Kadera? Heilige Scheiße. Sie sagten, Sie hätten ein Problem mit Plünderern. Richtig, genau. Die Mistkerle kommen nachts, schrauben Teile aus den Turbinen raus. Das ist teuer und nervig. Sorgt Sloane nicht für ihre Sicherheit? Die ist zu beschäftigt mit dem Kollektiv. Ich will auch gar keine Wachen. Ich will nur unsere Teile zurückhaben. Gut, dann machen wir das. Eine Idee, wo ich diese Plünderer finde? Ich habe die wertvolleren Teile mit Trackern bestückt. Gierantrieb, Generator... Sie wurden alle zum selben Nav-Punkt gebracht. Ich überprüfe das. Falls die Parasiten sich wehren, sollten sie kein schlechtes Gewissen haben, wenn sie sie erledigen. Die Parasiten, ey. Wo kommen wir denn dahin, ey? Parasiten. Wie krass sind wir denn drauf? So, hier muss noch irgendwo ein Wehwehchen sein. Thracia. So. Das ist doch cool. Sie sind nicht wie die übrigen Anfänger hier. Wie kommen Sie darauf? Ihre Ausrüstung, sie ist hochwertig. Wie alles an Ihnen. Ich habe hohe Standards. Ich will eben nur das Beste. Dann sind Sie genau die Frau, die ich brauche. Als die Verbanden nach Kedawa kamen, versteckten sie überall in den Badlands Lager mit Vorräten von der Nexus. Größtenteils Schrott, abgelaufene Proteinriegel und Rationen. Aber es waren auch ein paar erstklassige Waffen direkt aus der Waffenkammer dabei. Und woher wissen Sie das? Ich habe geholfen, sie zu stehlen. Das Problem ist, dass diese Waffen für den Abschaum hier unten viel zu gut sind. Und ich kann in Kadaverport keine Waffen verkaufen, ohne dass Sloane einen Teil davon abbekommt. Aber der Nav-Punkt des Lagers? Wären Sie daran interessiert? Für einen fairen Preis gehört er Ihnen.
Bin dabei. Wunderbar. Hier ist der Nachpunkt. Bis dahin können Sie sich gerne schon mal mein aktuelles Angebot ansehen. Ach, Kinders. Alles für Nomad. Gewährt Schildzellen ein Upgrade, die die Zeit verkürzt. Ich sehe rot. Initiative, nee. Flüssigkeitsbeutel. Titan. Modell eines Cat Shuttles. Ja, komm, nehmen wir das. Höhlenfasern, Iridium. So, machen wir das so. Sollen wir davon noch was shoppen gehen? Wie viel Geld haben wir denn da? Das Ortungssystem könnten wir auf jeden Fall gebrauchen. Ja, das könnte man noch gebrauchen. Machen wir es so. Zack. Mehr brauche ich jetzt erstmal nicht. Gestohlene Turbinenteile finden. Da haben wir jetzt zumindest wieder ein bisschen was zu tun hier. Ja, für mich nur das Beste. Ich hab nicht viel für Polizisten übrig. Kann ich verstehen, aber irgendjemand muss nun mal den Frieden wahren. Nur eben nicht ich. Organische Gesetzeshüter sind was vollkommen anderes. Da hätte ich beinahe einen Abflug gemacht, liebe Freunde. Harfell! Schon wieder. Wow. Da ist es. Und das Ganze ohne Karte. Gleich müssen wir wieder um unser Leben kämpfen. Ich sehe es doch schon wieder kommen. Ob die Leute das gehört haben? Ich habe auch noch falsch rumgeparkt. Scheiße. Hallo? Immer wieder ein kleines Erlebnis, hier runter zu gehen. Immer wieder ein kleines Erlebnis. Und auf geht's. Beziehungsweise runter geht's. Elektrischer Stoß. Okay, ein Reliktgewölbe. Bringen wir den Laden zum Laufen. Das wird einfach jetzt mal so hingenommen. Bringen wir den Laden ans Laufen. Ja, ist ja nichts weiter. Außer, dass uns hier gleich wieder irgendwas verkohlen wird. Oder will. Okay, wir haben den Strom eingeschaltet. Sie müssen die Konsole finden, um das Reinigungsfeld zu aktivieren, Pathfinder. Hier laufen mehrere Interface-Verbindungen zusammen. Ich markiere die. Oh. Okay. Das sieht schon mal positiv aus. So,
Und jetzt du, mein Freund. Okay, wir müssten jetzt zu der Reinigungskonsole gelangen können. Irgendwie habe ich da ein ganz schlechtes Gefühl. Erstmal schießen. Die Pistole ist auf jeden Fall sehr effektiv. Houston, das war nicht gut. Ganz und gar nicht gut. Also, liebe Freunde, falls ihr jemals auf die Idee kommen solltet, in einem Gewölbe zu baden, lasst es lieber. Es könnte... Macht schon Spaß, oder? Das Unbekannte. Das könnte für eine prickelnde Erfahrung sorgen. An vielleicht einer sehr unangenehmen Stelle. Da oben ist doch schon wieder jemand. Pathfinder, das könnte Auswirkungen auf Ihre Flucht aus dem Reinigungsfeld haben. Was du nicht sagst, was du nicht sagst. Wie komme ich denn jetzt da hoch? Na, ich könnte mal wieder ein bisschen... Da ist auf jeden Fall das Ding. Dottija! Erstmal so ein bisschen hier angucken. Alles mitnehmen. Was nicht nied und. Der Weg auf die andere Seite wird über eine Konsole aktiviert. Ich habe da so ein ganz mieses Gefühl. Ich habe ein richtig mieses Gefühl. Nein! Nein! Ja gut, Houston, das war, gelinde gesagt, ein bisschen kacke. Oh, bitte lass mich jetzt nicht nochmal alles neu machen. Okay, hier wurde gespeichert. Das ist wiederum gut. Auch wenn ich jetzt nochmal den Tiger mache. Nee, den Tiger muss ich auch nicht nochmal machen. Pathfinder, der Weg auf die andere Seite wird über eine Konsole aktiviert. Da war ich dann doch ein bisschen zu gierig. Ich hätte von hier springen müssen. Ja, ich weiß. Es war ein Versuch wert. Ich wurde dafür bestraft. Ich war halt einfach zu gierig. Und hier werde ich wieder bestraft. Warum ist eine Tür zu? Hallihallo, Hallöchen. Hier ist auch eine Tür zu. Sind denn alle Türen in diesem Laden zu? Relikte. Wir können die Köpfe einziehen oder uns ihnen stellen. Ja gut, ich habe jetzt gerade schon das... das Feuer eröffnet. Boah.
Was ist das für ein Ding? Das waren ja gerade mal zwei Schüsse. Ist hier irgendwas Schönes? Natürlich, jetzt ist... Schabalabala!